Herzlich willkommen bei Nuviso Studio Talk. Hin und wieder laden wir uns Gäste ein, mit denen wir über das große geopolitische Weltgeschehen sprechen. So auch heute. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Effenberger. Hallo. Erstmal, lieber Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich bin dazu gerne nach Leipzig gekommen und freue mich schon auf das Interview. Ja, da wollen wir doch gleich anfangen. Sie haben ein Buch zusammen mit Willi Wimmer geschrieben, Wiederkehr der Hasardeure, und ein Untertitel davon lautet Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914 und heute. Erkennen Sie denn Parallelen zwischen 1914 und heute? Ja, ich denke, das alles, was Sie jetzt auf der Welt sehen, die gesamten Verwerfungen, sind all die ungelösten Probleme, die wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits schon hatten. Die Akteure haben vielleicht ein bisschen andere Namen jetzt, aber letztendlich ist es das gleiche Spiel und es sind die gleichen ungelösten Probleme von vor 1914. Wir brauchen nur in den Mittleren Osten schauen und da wissen wir, die Grenzen, die nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkrieges gezogen sind, sind für diese Verwerfung mitverantwortlich. Die geopolitischen Ziele der Angloamerikaner, also vorerst die Briten und jetzt der Amerikaner, gehen in die gleiche Richtung und das ist reine geopolitisches Interesse, für uns vielleicht überhaupt nicht nachvollziehbar, weil das schon recht krude anmutet. Wenn wir denken, 1904 hat der Geograf Helford Mackinder das Axiom entwickelt, wer das Herzland beherrscht, das ist also das Land jenseits des Urals vom Eismeer bis zum Kaspischen Meer. Also wer dieses Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel, das ist ganz Eurasien. Und wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Und das ist in den Köpfen mancher Strategen, und vor allem der angelsächsischen Strategen, bis heute sowas von verhaftet. Da empfehle ich jedem einmal das Buch von Zbigniew Brzezinski zu lesen, Die einzige Weltmacht. Und er beschreibt das, dass das Denken bewegt, dieses Axiom. Und dann, wie gesagt, und jetzt hat das ja auch der George Friedman von diesem Think Tank Stratfor. Stratfor ist ja eine Denkfabrik, die in der Nähe der amerikanischen Geheimdienste angesiedelt ist und durchaus einen Namen hat. Und der Direktor George Friedman ist am 4. Februar vor dem Chicago Council aufgetreten. Und da hat er erstmalig in einer schonungslosen Offenheit für die gesamte Welt, hat er das noch einmal bestätigt. Er hat gesagt, die größte Bedrohung ist für die Angelsachsen immer schon gewesen, dass hier auf dem Kontinent eine Macht entstehen könnte, die sich das Herzland nehmen könnte. Und er sagt, und diese Macht auf dem Kontinent, das konnte ja nur das Zarenreich sein oder das Deutsche Kaiserreich oder gemeinsam mit dem österreichischen Kaiserreich, das musste verhindert werden. Und vor allem die Annäherung Deutschland an Russland, das ist dann auch die Steigerung der Gefahr. Und das ist ja, wie wir wissen, zweimal erfolgreich verhindert worden, indem also Deutschland gegen Russland Krieg geführt hat. Und wir stehen jetzt kurz davor, dass das vielleicht wieder passieren könnte, weil die gleichen Strategen sich das so wünschen. Ja, also wer die Region zwischen Ural und dem Kaspischen Meer beherrscht, der beherrscht quasi den kompletten eurasischen Raum. Ja, das ist das Denken von Mackinder. Über welche Länder reden wir denn da genau? Über welche Regionen? Also zunächst ist es ja Russland da oben und da haben wir jetzt die anderen Länder. Das geht ja runter bis nach Aserbaidschan. Alles, was so dazwischen liegt, Georgien, Armenien, Kasachstan und wie auch immer. Und wenn wir einmal jetzt in die Karte schauen, die USA haben ihr zentrales Regionalkommando. Also ich muss jetzt nochmal ausholen. Die gesamte Welt ist von den US-Amerikanern überspannt mit 6 Militärkommandos. Also es gibt nicht einen Flecken, wo kein amerikanisches Regionalkommando zuständig ist. So, und dieses zentrale, das absolut wichtigste Kommando, Regionalkommando, das liegt in diesem Bereich mit Zugriff auf das Herzland. Da käme also ein Laie
nie drauf, dass die Vereinigten Staaten ihr zentrales Regionalkommando in diese Region legen würden. Haben das natürlich modifiziert für ihre als Seemacht. Sie haben natürlich den Suezkanal dazu genommen und das Horn von Afrika. Das gehört nicht dazu. Das ist der erweiterte Raum dieses Herzlandes. Aber das US-Zentralkommando hat diese Länder also mit da einbezogen. Es sind, glaube ich, insgesamt 18 oder 20 Länder, die am südlichen Teil dieses Herzlandes hängen. Und da fungiert das amerikanische Zentralkommando. Und da haben wir auch die Kriege seit der Carter-Doktrin, also seit 1979, wenn wir es genau wollen. Ja, also die Amerikaner haben die Welt sozusagen, wie sie ihnen gefällt, einfach mal aufgeteilt in militärische Kommandoposten. Jetzt frage ich mich, welches Land außer der USA macht denn das noch? Ja, das haben vorher die Briten gemacht. Mhm. Die haben es sehr erfolgreich gemacht. Also sehr erfolgreich. Und vor allem haben wir sowohl bei Großbritannien wie auch bei den USA sie selber eine fantastische Sicherheitslage, sage ich jetzt einmal. Die Briten mit ihrer Splendid Isolation, also leben auf einer Insel. Und die USA, wenn wir schauen, im Norden einen schwachen Nachbarn Kanada, aber den sie zweimal schon in ihrer Geschichte angegriffen haben und verloren. Nicht zu vergessen. Und im Süden Mexiko. Und da hat man jetzt diesen riesigen Zaun gebaut, wie man wissen, ich glaube 7 Meter hoch, 35.000 Grenzsoldaten mit modernster Technik ausgestattet. Also mehr Gegner hat man nicht in der Nachbarschaft. Und trotzdem werden dann ihre Sicherheitsinteressen definiert, wie damals mit der Carter-Doktrin, dass der Persische Golf direkte Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten berührt. Und also jemand, der hier aus dem kontinental denkt, fragt sich, wie kann das sein? Aber da muss man vielleicht noch ein bisschen, um auch vielleicht Verständnis zu entwickeln, das ist immer so gewesen, auch in der Antike. Alle Seemächte in der Antike da haben sich nur sicher gefühlt, wenn sie einen Brückenkopf auf dem gegenüberliegenden Ufer hatten. Das ist der Punkt. Den Brückenkopf auf dem gegenüberliegenden Ufer. So, und schauen wir nach England. Wo waren deren Brückenköpfe, die heute auch noch virulent sind, zumindest zum Teil? Da haben wir einmal Calais, Dünkirchen. Da war ein britischer oder englischer Brückenkopf hier auf dem Kontinent. Und der andere Brückenkopf, das ist Insel Irland, Nordirland. Und da haben wir heute immer noch die Konflikte. In Nordirland geht es nicht um einen Religionskrieg. Es geht darum, dass die Briten für diesen Brückenkopf auf Irland Briten angesiedelt haben, die auch Protestanten waren. Aber es sind in erster Linie Briten und keine Iren. Und der Kampf geht in Nordirland zwischen Iren und Briten. Gut, jetzt sind die einen zwar katholisch und die anderen evangelisch, aber mit einem Religionskrieg hat es nur was am Rande zu tun. Es ist diese Brückenkopfmentalität. Und bei den USA wiederholt sich das gleiche Spiel. Man wollte, wenn wir denken, 1861 bis 65 hat man den amerikanischen Bürgerkrieg, einen verheerenden Krieg mit über 600.000 Toten. Also der modernste Krieg, die modernsten Waffen wurden da eingesetzt. Und zu welchem Behufe eigentlich? Die Frage sollte man sich immer wieder stellen. Und ich sehe eigentlich nur einen einzigen Sinn in diesem fürchterlichen Bürgerkrieg. Es ging hier einmal festzulegen, wer in der Zukunft die Macht ausübt in den Vereinigten Staaten. Vorher waren es die reichen Pflanzer im Süden und deren Reichtum war bedingt durch das immobile Kapital, die großen Plantagen mit den Sklaven und dergleichen. Und jemand, der einen Acker hat oder eine Plantage hat, der ist ja bestrebt, die Ernte einzufahren. Also der würde nicht auf die Idee kommen, in der Erntephase einen Krieg zu beginnen, wo er die Leute von den Feldern abziehen muss. Also das ist eigentlich einem Bauern oder einem Farmer das völlig fremd. Auf diese Idee können eigentlich nur Banker kommen, ne? Banker und Industrielle. Da kann man das eher verkraften. Und hier in diesem Bürgerkrieg ging es meiner Ansicht nach ausschließlich um die Vorherrschaft, um den Kampf zwischen dem immobilen Kapital, also sprich Pflanzer, und dem mobilen Kapital, die aufkommenden Banker im Norden, in den Industriestaaten. Und da sehen wir, die Banker haben gewonnen damals mit den Folgen, die wir jetzt ja in den letzten Jahrzehnten ja beobachten können, 2008 mit diesen kriminellen
Finanzprodukten, nicht, die da verkauft wurden und so weiter. Also eine schlimme Entwicklung, die Welt in den Ruin treibt. Und was wir jetzt leben oder sehen, sind die Auswirkungen dessen, eigentlich vom Bürgerkrieg mit dem Sieg des mobilen Kapitals, dass dieses mobile Kapital jetzt dabei ist, die Welt wirklich zu ruinieren. Und dieses Wirtschaftssystem und Finanzsystem, was dahinter steht, es ist ja eigentlich ein angelsächsisches System, das ist kaputt. Es ist auch als System nicht reparierbar, meiner Ansicht nach. Gut, es wäre vielleicht reparierbar, wenn diese Banken bereit wären, ihre kriminellen Finanzprodukte, nicht, das sind ja die Schuldverschreibungen, wenn sie, und 90% sind mindestens kriminell, wenn es reicht, wenn sie sagen, die werden jetzt vernichtet, dann könnte das System vielleicht noch eine Chance auf Gesundheit haben. Aber da die Gier so groß ist, halte ich das für völlig ausgeschlossen. Und welche Möglichkeiten haben jetzt diese Kreise? Das sind nicht die Amerikaner, das sind ein paar Mächtige in Amerika, vielleicht sogar außerhalb von Amerika, die ihr System retten wollen. Und das geht nur, indem man Chaos stiftet. Es geht nur über das weltweite Chaos. Und das erleben wir ja jetzt hier und überall. Und dieses Chaos, das natürlich auch zur Destabilisierung führt, auch das gehört mit dazu, solange werden sie ihr System retten. Und letztendlich könnte, ich hoffe es ja nicht, es könnte dann natürlich dieser große dritte Weltkrieg stehen. Könnte. Aber da bin ich sehr hoffnungsfroh. Wir haben das andere Amerika, wenn ich dazu was sagen darf. Oder heben wir uns das zum Schluss auf? Über das andere Amerika reden wir gleich, reden wir doch nochmal über das vorherrschende Amerika. Ja. Sie haben gerade über die Sezessionskriege Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen. Wenn man das heute in der Schule vermittelt bekommt, geht das in erster Linie ja einher mit der Aufhebung der Sklaverei. Das wird da sozusagen als Grund mit vorgeschoben, also quasi ein humanistischer Grund, der ja auch in den modernen Kriegen immer wieder Vorwand ist. Ja, also kann man sozusagen sagen, der Humanismus, da steht dann immer irgendein humanistisches Ziel im Vordergrund, aber im Hintergrund, wie Sie sagten, steht eigentlich nur die Profitgier und die Macht. Die Mächtigen bekleiden sich gerne und hüllen sich in Mythen ein. Und dieser humanistische Aspekt, dass dieser Bürgerkrieg geführt worden ist, um die Sklaven zu befreien, das ist schon sehr weit hergeholt und das ist überhaupt nicht haltbar. Wenn wir sehen, in den 1960er Jahren Martin Luther King, wie da die farbige Bevölkerung behandelt worden ist, überhaupt keine Gleichberechtigung. Das war einfach, nein, das ist ein Feigenblatt, das man einfach gesucht hat, aber das in der Welt recht gut, auch zumindest in der westlichen Welt bei uns, dankbar aufgenommen wird. Man glaubt es ja gerne. Und hier war es so, dass definitiv nach der Schlacht von Gettysburg, wo die Nordamerikaner dran waren, wirklich diesen Krieg zu verlieren, gegen einen unterlegenen Gegner, muss man auch nochmal sagen. Und da hat Lincoln den geschickten Schachzug gemacht, dass er gesagt hat, die Farbigen in den Südstaaten, die werden jetzt in die Freiheit entlassen. Aber die Farbigen in den Nordstaaten, die nicht. Also da sieht man, wie verlogen diese Absicht ja schon war. Es ging nur darum, dass den Südstaaten Truppenkontingente da verlustig gingen. Das war wohl die Absicht, die dahinter steckte. Aber das Ziel selber, in den Nordstaaten die Sklaverei zu verbieten, die hat es nicht gegeben. Aber dass das in unseren Geschichtsbüchern so steht und viele das auch so glauben wollen, das ist Fakt, ja, das ist richtig. Also das spricht eigentlich wieder dafür, dass die Propagandaabteilung in Washington, die sie recht gut ist, immer schon gut war. Und das ist ja heute auch nicht viel anders. Es wird immer mit dem Vorwand der Humanität, Freiheit, Toleranz, Demokratie, das wird vorne wie ein Banner vor sich hergetragen, obwohl dahinter nicht das marschiert, was dafür einstehen könnte. Überhaupt nicht. Das Gegenteil eigentlich. Und das hat ja George Orwell ja auch so wunderschön erkannt, dass das ganz anders ist. Und wie gesagt, zu diesen, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, zu den geostrategischen
Hintergründen. Also da war der Bürgerkrieg hat das geeint, dieses Land, einseitig geeint. Und mit welchen Folgen? Waren die Vereinigten Staaten vorher ja schon. Und jetzt verliert der südliche Teil, der verliert. Und wie da mit dem unterlegenen Gegner umgegangen worden ist. Es ging dort die absolute Kapitulation, bedingungslose Kapitulation. Seit der Zeit haben wir das. Die bedingungslose Kapitulation. Und dann wird mit dem Gegner, auch wenn es der Bruder ist, wird schonungslos umgegangen. Sie haben den General Sherman mit seiner Armee eingesetzt, die brandschatzend durch die Südstaaten gezogen ist. Und man nannte das auch noch die Anaconda. Der General Sherman mit seiner Anaconda. Also gewütet, wirklich gewütet, um ein Zeichen zu setzen, also wer bei uns mit uns Krieg führt, der hat das zu erwarten. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Und sollte jeder wissen, auch wenn die mit den eigenen Brüdern und Schwestern so umgegangen sind, wie gehen die erst mit Leuten, mit denen sie nicht verwandt sind, sage ich jetzt mal so. So, und dann hatten wir, gleichzeitig war das ja so, dass dann die Front hier, also die nach dem Westen das Land durchdrang, so gerade den Pazifik erreicht hatten, so 1850, so, also fast zur gleichen Zeit, wie dieser Bürgerkrieg war. Und dann ging der Blick auch schon über den Pazifik und sagte, da hat es ja irgendwo hinten auch eine Gegenküste, wie beim Atlantik natürlich auch. Das heißt also, Anfang der 1850er Jahre wurde der Commodore Dewey mit einer Kriegsflotte in Marsch gesetzt, um Japan aufzubrechen. Aber kann man dann noch von einem Brückenkopf reden? Also es wäre eine sehr weite Brücke. Sicher, das ist ja, die USA sind groß und es ist einfach zwangsläufig, das ist die Brückenkopf. Das gehört einfach, wenn die Welt kleiner war, da lagen die Brückenköpfe auch näher, weil man ja auch nicht diese Transportmittel hat. Die Schiffe waren ja auch anders. Muss man also, dann schon den Brückenhafen sozusagen. Ja, das ist, und da haben die Folgendes gemacht im Pazifik. Da haben die natürlich Asien nicht sofort derart wahrgenommen, aber schon relativ schnell. Da haben sie gesagt, wir brauchen jetzt, um diesen weiteren Brückenkopf bilden zu können, brauchen wir Sprungbretter im Pazifik. Aber das war eine gute Frage jetzt, ja, muss ich schon sagen. Haben die sich auch gestellt damals, denke ich. Sprungbretter. Und die müssen wir erobern. Und das war also, wenn wir anfangen, die Midways, die Salomoninseln, dann Hawaii. Ja, wir haben es ja während des Zweiten Weltkrieges gerade, wir, die im deutschen Geschichtsunterricht saßen, ja, in deutschen Schulen, davon ja gar nicht so viel mitgekriegt, dass während hier in Deutschland ja wirklich ja, der komplette Wahnsinn herrschte, ja auch auf der anderen Seite der Welt ja dieser Weltkrieg wirklich seine Namensberechtigung bekam, der ja eigentlich mit Deutschland gar nichts zu tun hatte. Ja, die Amerikaner gegen die Japaner. Was mich als Schüler schon damals fassungslos gemacht hat, ich habe die Daten, der Überfall auf Polen, 1939. Und wenn ich dann schaue, der Einfall der Italiener in Abessinien und mit einem verheerenden Vernichtungskrieg in Nordafrika und der letztendlich ja auch in den Zweiten Weltkrieg oder die Wehrmacht dann auch zum Einsatz in Afrika gezwungen hat, um den Italienern zu helfen, dem Bündnispartner zu helfen. Also das geht da auch weit zurück. Und was noch weiter zurückgeht, ist der japanische Angriff auf China. Der war ja derart verheerend für China auch, was die Unterdrückung, die damit einherging, unvorstellbar. Also das war in den Jahren vorher und wir wissen ja auch, dass der Krieg da geendet ist. Deswegen meine ich, da müsste man schon das vielleicht auch anders flankierend beurteilen. Aber bin dankbar für diesen Hinweis. Aber wie gesagt, das hat sich auch bei uns so festgesetzt, das ist von hier ausgegangen. Und das Einzige, was wir damit ausmachen können, mit diesem 1. September 1939. Das ist schon insofern ein ganz wichtiges Datum, weil am 1. September 1939 Franklin Delano Roosevelt hat ja die USA wieder neutral erklärt, aber er hat am 1. September 1939 eine ganz wichtige Maßnahme getroffen. Er hat den Brigadegeneral George Catlett Marshall zum Chef des Vereinigten Generalstabes gemacht. Und das ist eine Maßnahme, die einmal die Dimension dieses Zweiten Weltkriegs aufzeigt. Dieser Brigadegeneral Marshall, also ein Sternegeneral, hat nie ein Kommando gehabt, hat keine richtige Offizierausbildung,
Er war mehr so ein politischer Offizier und ist Roosevelt mal positiv aufgefallen, nehme ich an. Und der hat ihn dann zum Chef des Kriegsplanungsamtes gemacht. Und der hat ab 35 die Kriegspläne entwickelt, die Rainbow-Pläne. Der hat nichts anderes als Kriegspläne gemacht in seinem Leben. Und dann wurde er ja später auch Außenminister und dem haben wir ja überall den Marshallplan zu verdanken. Und das gehört auch wieder mit in dieses eingebettet. Ich habe jetzt Angst, dass ich den Faden verliere, weil wir sind noch mal wieder bei den Gegenküsten. Da möchte ich jetzt noch mal zurückkommen. Mhm. Also 1898 war dann der Krieg gegen die Weltmacht Spanien mit der Begründung wieder Freiheit für Kuba. Freiheit für Kuba. Es ging gar nicht um Kuba, sondern es ging um einen Kriegsplan, einen Strategieplan. Der Hauptkrieg spielte sich nicht um Kuba ab. Der Hauptkrieg spielte sich auf den Philippinen ab, 1898. Man brauchte die Philippinen tatsächlich zum Brückenkopf nach Asien. Das war der Punkt. Und diese Befehle für diesen Krieg sind vorher schon in Japan auf der amerikanischen Botschaft, da hat sich der Kommodore das nämlich abgeholt, im Februar 1898 schon, also bevor das überhaupt auf Kuba losging. Da lagen die Kriegspläne schon bei der Botschaft in Japan. Also, und dann kommt ein Krieg gegen die Filipinos, der sowas von schrecklich ist und der bis heute ja weitergeht. Der ist ja heute noch nicht abgeschlossen. Es flackert ja immer wieder auf. Also weit über 100, sagen wir, bald 120 Jahre. Nicht? Bald 120 Jahre. Kein Ende in Sicht. Aber das Ziel wieder getrieben, wir müssen nach Asien. Und dann waren ja zwei Jahre später, 1900, ein amerikanisches Kontingent bei dem Boxeraufstand dabei. Der große Sieg dann im Boxeraufstand. Und dann ging es ja auch in den Folgejahren da die Durchdringung in China. Also auch die amerikanische Politik, ganz gezielt. Wird jetzt aber zu weit führen. Wir wollen wieder zu den Brückenköpfen kommen. Nicht? Abschließend das zu den Brückenköpfen, genau. Und dann fassen wir das erst noch mal kurz zusammen. Ja, und jetzt kommt der Erste Weltkrieg und da hat man die Chance. Man führt da unten Krieg und man führt hier in Europa Krieg. Man kann endlich, obwohl Deutschland den USA nachweislich keinen Krieg erklärt haben und auch nie wollten, mit denen nicht im Krieg war, haben die USA auch natürlich Neutralität versprochen. Und gleich obwohl neutral, haben die christlichen Banken, muss ich jetzt sagen, unter Pierpont Morgan, haben den Alliierten, der Krieg wäre im Herbst 14 beendet gewesen, weil kein Geld mehr da war, haben die Wall Street den insgesamt bis Kriegsbeginn im April 17 2.100 Millionen Dollar. Heute ist das ja wenig, aber damals war das enorm viel. Und das Deutsche Kaiserreich hat von den jüdischen Banken in erster Linie, nicht, die waren alle noch auf deutscher Seite, haben die das Deutsche Kaiserreich 27 Millionen bekommen. Also das Gesamtverhältnis 2.100 für die Entente und 27 für das Deutsche Kaiserreich. Das heißt also, da waren die USA zumindest, was die Wirtschaft anging und die Finanzmacht anging, waren die schon lange im Krieg auf der Seite der Entente. War auch so gewollt. Und dann, wie gesagt, der Sieg, der befürchtete Sieg Deutschlands, hat dann 1916 war ja das Friedensangebot des Kaisers, hat dann die Amerikaner, oder die Mächtigen in Amerika, muss ich wieder sagen, nicht nur die Mächtigen, gesagt, wir müssen die Wall Street retten. Und die können wir nur retten, wenn Deutschland den Krieg verliert und auch alles zahlen muss. Nur so geht das. Und dann kam also im Februar, und da war wieder der Catlett Marshall als Hauptmann, hat er die Truppentransporte mitgemacht, da. Aber nur als Papiersoldat, mehr oder weniger. Und und jetzt hoffte man nach dem Ersten Weltkrieg auch hier bleiben zu können. Man hat ja 2 Millionen Soldaten hier gehabt. Bloß Clemenceau hat da nicht mitgespielt. Müssen wir jetzt abbrechen, hat nicht funktioniert, 1918. Und deswegen haben die sich dann auch am Völkerbund nicht beteiligt und so weiter. Und dann der Zweite Weltkrieg, da war man dann schon, hatte man ja gelernt aus der Situation und hatte dann 2 große Kommandostrukturen aufgebaut. Da an der Pazifikfront wieder und dann hier in Europa die europäischen Befehlsstrukturen. Und nun nach dem Zweiten Weltkrieg, am 1. Januar 1947, werden
von den USA die Befehlsstrukturen aus dem Zweiten Weltkrieg im Pazifik wieder reaktiviert. 1. Januar 1947. Am 15. März 1947 wieder, also nur ein paar Wochen später, werden die Befehlsstrukturen des europäischen Kriegsschauplatzes aktiviert. Reaktiviert. Reaktiviert, ja. Das heißt? Das heißt, man hat jetzt Kommandostrukturen geschaffen für den kommenden Krieg gegen die Sowjetunion. Okay. Im Osten Eurasiens und im Westen Eurasiens. Klar. So. Der Beginn des Kalten Krieges. Ja, der Kalte Krieg, der hat ja sofort begonnen. Aber also fassen wir das bis zu dem Zeitpunkt mal zusammen. Also die USA haben sozusagen erstmal in einem inneren Konflikt bis 1865 geklärt, wer da jetzt das Sagen hat. Und seitdem treten sie eigentlich sichtbar offensiv nach außen in einem globalen Imperialismus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also der hält bis heute. Beginnt eigentlich mit dem Krieg gegen Spanien. Da sind sie auf die Weltbühne gesprungen und haben auch ihre Unschuld verloren. Und auch da schon beginnend mit einer Propagandalüge. Ja, auch, nur. Ne? Die Lusitana, war das der Krieg gegen den Das war Spanien? Im Ersten Weltkrieg, das war 1915, die Lusitania. Ja, da verwechsel ich jetzt was, das war 20 das Jahre war, vorher. Das war, aber das war auch das Schiff, das war... Wir erkennen im Prinzip auch schon zu diesen Zeiten, dass Kriege sozusagen unter falscher Flagge begründet und auch geführt wurden. Ja, auf Kuba war das da. Ja. In Havanna wurde ein amerikanisches Linienschiff ist in die Luft geflogen. Ja, das und da hat man gesagt, die Spanier hätten das gemacht. Aber 1952 hat die US-Marine zugegeben, es war eine interne Kessel-Explosion. Ja, so die klassischen 70 Jahre, die dann vergangen sind. Ja, und genau, dann kann man dazu stehen. Kann man es da erwähnen, ja. Ja. Also wir haben sozusagen einen gewissen US-Imperialismus auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber mit Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie auf jeden Fall global ihre Linien definiert. Und eigentlich hat ja jeder geglaubt, oder beziehungsweise wir Deutschen sind ja besonders dankbar für die Befreiung der Amerikaner, weil sie haben ja den Nationalsozialismus sozusagen besiegt und uns befreit. Zumindest unsere Politiker sind bis heute dafür, also nicht nur dankbar, sondern auch ganz in Tat stehend, voller Dankbarkeit hat man das Gefühl. Aber jetzt haben wir die Situation nach 1945, man hat Deutschland besetzt, zum Feindstaat deklariert, Japan auch. Ja. Wie ist denn das jetzt im Jahre 2015 mit dieser Feindstaatendefinition? Hat man die eigentlich irgendwann mal wieder aufgehoben? Ja, ich hätte jetzt gerne noch mal das nochmal mit den, damit wir unsere Brückenkopf haben. Aber der Sprung das war hätte jetzt ich, war, weit, das hätte ich gerne noch fertig gemacht. Ja. Also, dann wurden also 1947 nochmal zunächst die Befehlsstrukturen im Pazifik, die Befehlsstrukturen vom europäischen Kriegsschauplatz und aufgebaut und dann am 7. Juni, der Marshall war inzwischen auch Außenminister, wurde das European Recovery Program aus der Taufe gehoben. Und für mich ist das klar, in dieser zeitlichen Rahmenfolge, die Kommandostrukturen im Osten und Westen Eurasiens und dann hier im Westen die Kommandostrukturen, die Infrastruktur, das Geld für die Infrastruktur hier in Westeuropa, für mich ist das eine eindeutig klassische militärische Infrastruktur gewesen, um die vorbereitende Maßnahme für den Krieg gegen die Sowjetunion. Und dieser Krieg gegen die Sowjetunion, der sollte ja schon am 1. Juli 1945 beginnen. Da gibt es die Operation Unsinkable von Churchill. Der wollte mit über 100 Divisionen und 100.000 deutschen Soldaten, die man in Norddeutschland als Kriegsgefangene, also nicht als Kriegsgefangene eingesperrt hat, sondern die man unter Waffen gelassen hat für den Angriff am 1. Juli 1945 gegen die Sowjetunion. So, und das hat Stalin mitbekommen und hat dann verlangt, dass die deutschen Soldaten gefangen genommen werden, entwaffnet und die deutsche Nachfolgeregierung in Flensburg verhaftet wird. So, und diese deutsche Nachfolgeregierung unter Dönitz hatte ihr Quartier in direkter Nachbarschaft zum englischen Hauptquartier. Das war natürlich für den geplanten Krieg gegen die Sowjetunion, war das natürlich auch sehr, sehr zweckmäßig, denke ich mal. So, die Amerikaner waren noch nicht so weit, weil die ja noch im Pazifik kämpften.
Aber dafür hat Truman dann den Befehl gegeben an Eisenhower, im Oktober 1945 den Plan Totality auszuarbeiten. Das heißt, atomarer Angriff auf die 20 größten Industriestädte der Sowjetunion. Und diese Angriffspläne, atomaren Angriffspläne auf die Sowjetunion, wurden ständig verfeinert. Dann wurde die NATO gegründet im April 1949. Im Dezember 1949 hat die NATO dann schon den Kriegsplan Dropshot ausgearbeitet. Also ein umfassender Kriegsplan gegen die Sowjetunion, der sollte 1957 beginnen. Man hat gewartet noch, deswegen 57, 49 gemacht, um dann die Bundeswehr da einzubinden in diesen Krieg gegen die Sowjetunion. Und die musste erst aufgestellt werden. Und auch 1950, also ein knappes dreiviertel Jahr, nachdem dieser Plan Dropshot entstanden ist, hat Adenauer das Amt Blank eingeführt. Das war eine Stelle in seinem Ministerium oder in seinem Kabinett zur Vermehrung der alliierten Truppen, so hieß das damals. Und ich sehe nur diese Stringenz der Zeitabfolge, Punkt für Punkt und so weiter. Und dieser Krieg dann 1957, und da steht in der Präambel dieses Kriegsplans auch drin, dass durch die Sowjetunion oder einen ihrer Satellitenstaaten, den Vereinigten Staaten, ein Krieg, umfassender Krieg aufgezwungen worden ist. Das steht alles schon drin, 49 für 57. Bloß mit diesem Krieg 57 hat es dann seine Probleme, weil die Russen, die bisher, oder die Sowjets, in allen technischen Kriegsentwicklungen nachhinken, immer nachhinken. In dem Jahr waren sie einmal schneller und haben den Sputnik hochschießen können. Und dieser Sputnik-Schock hat dann tatsächlich diesen Krieg für 57 ins Wasser fallen lassen. Also hat der Sputnik ja quasi uns damals schon vor dem Dritten Weltkrieg ja, bewahrt. Genau, das war der Sputnik, der uns 57 vor diesem umfassenden Atomkrieg bewahrt hat, mit Sicherheit. Und der führte natürlich zu enormen Rüstungsanstrengungen hier auf westlicher Seite, zweifelsohne. Und dann sollte dieser Atomkrieg dann 1962 stattfinden. Da war alles dafür vorbereitet. Und da war wieder jemand da, zwei Leute, die ich da wirklich erwähnen muss und denen ich auch sehr dankbar bin. Das ist einmal John F. Kennedy. John F. Kennedy, nach dem Desaster in der Schweinebucht, hat er seinen Beratern im Weißen Haus nicht mehr getraut. Er hat diese Berater nicht mehr an sich herangelassen. Nicht mehr. Der hat diesen Konflikt 62 über die Stationierung der Raketen auf Kuba nur mit seinem Bruder Robert gemacht. Nur mit seinem Bruder Robert. Und da waren die Staffeln zum atomaren Angriff bereits in der Luft. Und er hat mit Khrushchev telefoniert. Und der Robert hat den Staffelkapitän händeringend gebeten, umzukehren. Und der hat gesagt, nein, Befehl, wir haben Befehl unter keins und niemand kann uns aufhalten. Und dem ist es dann irgendwann doch gelungen, sagt, hier ist der Bruder, der Justizminister. Mein Bruder spricht mit Khrushchev. Umdrehen. Und dann ist er umgedreht. Also das hing am ganz seidenen Faden. Und Kennedy, also das haben wir nur Kennedy zu verdanken und natürlich auch Khrushchev. Und ich will jetzt maße mir nicht an, wer jetzt einen höheren Anteil verdient. Khrushchev hat also 62, vorher hatten die diese Raketen ja auch gar nicht, die Russen, auf Kuba stationiert, während schon ab 55 und 59 die USA in der Türkei die Jupiter-C-Raketen stationiert haben, also die bis nach Leningrad hätten schießen können, Moskau sowieso. Dann hatten die in Italien die Jupiter-C-Raketen und die Tor in England. Und der Khrushchev hat von ihm verlangt, dass hier in der Türkei und abgezogen werden, die Jupiter-Raketen. Und der Kennedy hat dem Khrushchev nur klar gemacht, also wenn das in die Öffentlichkeit kommt, dass er nicht der strahlende Sieger ist, sondern dass auch Khrushchev der Sieger ist, dann wird er nicht wiedergewählt werden können. Und Khrushchev war so großzügig, dass er sagte, er ist damit einverstanden, er zieht zurück vor der Weltöffentlichkeit, ihm reicht es, wenn die anderen im Geheimen abgebaut werden. Das war der Deal, den die gemacht haben. Also ich denke schon, Kennedy und Khrushchev haben wir diesen zweiten Atomkrieg, die Verhinderung dieses Atomkrieges zu verdanken. Und der dritte Fall wäre gewesen ab 84, da waren wir soweit mit der Pershing 2 Nachrüstung, auch wieder dank Helmut Schmidt. Reagan wollte diesen Atomkrieg mit aller Gewalt. Mit aller Gewalt. Die Vorbereitungen auch hier in der Bundesrepublik liefen auf vollen Touren. So. Und jetzt haben wir den Glücksfall, dass im Kreml auf einmal ein Mann ist, der die weiße Fahne ist.
Gorbatschow. Das war das dritte Mal, wo es verhindert worden ist. So, und jetzt können wir auch nur hoffen, dass wieder jemand kommt, der es verhindern wird. Und jetzt bin ich da wieder auch bei den Amerikanern. Wir haben so großartige amerikanische Politiker. Es gibt dieses andere Amerika. Da haben wir, fällt mir spontan ein, Ron Paul. 33 Jahre im Kabinett. Zweimal Präsidentschaftskandidat. Und das empfehle ich jedem auf seine Homepage zu geben. Der hat ja ein Friedensinstitut. Großartig, was er da schreibt. Er zeigt das auf. Dann auch Paul Craig Roberts oder der ehemalige Justizminister von Carter, Ramsey Clark. Und viele andere mehr. Also, oder was ja noch wichtiger ist, ganz aktuell, Robert Gates. 20 Jahre CIA-Chef. Dann Kriegsminister, so heißt das ja in den USA, ne? War Secretary, unter Bush und unter Obama. Der hat 2014 ein Buch rausgebracht, das überschrieben ist Duty, die Pflicht. Hat ein Buch geschrieben, um den Armeeangehörigen die Augen zu öffnen. Hat von unserem Mainstream natürlich niemand rezensiert. Und da schreibt er drin, dass er in seiner Dienstzeit als Verteidigungsminister oder Kriegsminister drei Kriege geführt hat. In Afghanistan, im Irak und einen gegen das Weiße Haus. Weil er sagt, seit 2004 haben viele von den verantwortlichen Leuten nichts anderes im Kopf, als die NATO-Osterweiterung voranzutreiben. Georgien und die Ukraine. Und er hat damals von Anfang an gewarnt und hat gesagt, das Vorhaben ist nicht nur eine monumentale, so steht es im Buch, eine monumentale Provokation Russlands, sondern könnte auch unkontrolliert entgleiten und in einem fürchterlichen atomaren Krieg enden. Also das ist eine Warnung. Aber bei uns leider in unseren Mainstream-Medien auch Fehlanzeige, wenn sie da nicht finden. Und das ist schade. Diesen mutigen Amerikanern, finde ich, den sollte ein Forum gegeben werden. Vielleicht könnt ihr mal einen einladen hier. Ja, wer da... Videoschaltung vielleicht wird ja schon gehen zusagt, oder sowas. Wir sind da auf jeden Fall an Zuschriften interessiert. Aber jetzt fassen wir das jetzt noch zum zweiten Mal zusammen. Also wir haben seit 45 dreimal oder wenn sogar vielleicht noch mehr unbekannterweise den Versuch gehabt, sozusagen Zentralasien, Zentraleuropa in einem Atomkrieg sozusagen zu stürzen. Es wurde dank toller Persönlichkeiten verhindert jedes Mal. Jetzt hatten wir die Situation, Gorbatschow hat die weiße Flagge gehisst, der Kalte Krieg ist zu Ende, in Deutschland ist die Mauer gefallen. Anfang der 90er Jahre hatte man so als Otto Normalbürger die das Gefühl, jetzt endlich mal herrscht Frieden, wir können uns jetzt auf eine friedvolle Globalisierung sozusagen einstellen. Aber genau zu dieser Zeit wurde ja in den amerikanischen Thinktanks bereits schon das nächste amerikanische Jahrhundert geplant, dessen Auswirkungen wir ja jetzt gerade erleben. Vielleicht können wir da drauf nochmal eingehen. Ja, also das kann man in vielen Strategiepapieren nachlesen. Im Anfang November letzten Jahres ist der TRADOC, das heißt also Training and Doctrine Pamphlet 525-3-1 und überschrieben ist es, When in a Complex World, von 2020 bis 2040. Da ist nachzulesen, wo die Problemfelder in diesen Jahren sind. Und aufgelistet ist Priorität 1, Russland, China. Problem 2, Iran, Nordkorea. Und Problem 3 ist die Bekämpfung des Terrorismus. Also völlig untergeordnet. Völlig untergeordnet. Und da weiß man auch, was man von der IS oder sowas zu halten hat. Es spielt da keine große Rolle. Es spielt überhaupt gar keine große Rolle. Und wobei ich jetzt ja auch die Aussagen von drei US-Generälen habe, drei Sterne-Generäle, unter anderem der Generalleutnant Flynn, Direktor des Defense Intelligence Agency, der sagt, wir haben den Islamischen Staat aufgebaut. Wir, das sagt der Drei-Sterne-General McInerney, we built IS, we. So, und so weiter. Also das, was hier auf einmal so als plötzliche Bedrohung erschien im letzten Juni, es ist ja an einem Wochenende passiert, nicht? An einem Wochenende war auf einmal die Welt
derart bedroht in den Klauen einer fürchterlichen Terrororganisation, wo man sich gefragt hat. Und ich habe mich nicht nur gefragt, sondern ich habe mir den Länderterrorismusbericht der USA angeschaut. Der kam nämlich im April 2014, zurückliegend für 2013. Also einen Monat bevor IS überhaupt da war, kam der, und da habe ich natürlich geschaut, was steht jetzt in dem über den Islamischen Staat? Oder nicht, haben wir IS, 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 IL und wie auch immer. Nicht zu finden, weil bis dahin, 2013, waren die ja schön auf der Seite der Vereinigten Staaten und haben den Krieg gegen Assad geführt. So. Ja. Und das war notwendig, weil 2012 die syrische Befreiungsarmee, auch wieder Geschöpf des Westens. Ja, das ist ja die Al-Nusra-Front, ja, das war vorher Al-Qaida. Aber die hatten, den hatte der Biss gefehlt. Und jetzt brauchten die wieder, und wir sind ja immer, wir haben ja die Trennungslinien, hier die Desperados aus dem wahhabitischen Saudi-Arabien, die man dafür gewinnen konnte, die kann man dafür instrumentalisieren. Das hat man ja 79 auch schon gemacht mit Osama Bin Laden. Das ist ja eine alte Achse, hier die Sunniten gegen die Schiiten aufzuhetzen. Also das ist ja ganz grob, was hier gemacht wird. Wir sehen da ja eigentlich einen Religionskrieg wie bei uns in 1618 bis 1648. Also da wird auf dieser Klaviatur wird gespielt, um die eigenen geopolitischen Interessen umzusetzen. Das muss man einfach erkennen. Und die sind einfach vielleicht auch so leicht führbar oder handelbar. Und das geht wieder alles zurück auf den Juli 1979. Da wollte man die Sowjetunion zerlegen, ohne Atomkrieg. Carter, er wollte keinen Atomkrieg, das war ihm zu gefährlich. Aber die sollten am weichen Bauch des Islam sollte die Sowjetunion verbluten. Und da hat er den Befehl gegeben oder die Anordnung, dass die CIA 30.000, 35.000 islamische Desperados anheuern soll. Also auch alle Sunniten, strenggläubig. Unter anderem Osama Bin Laden, und die wurden dann in Afghanistan infiltriert. Den hat man gesagt, hier in Kabul, da ist ein sozialistisches Regime, das die Scharia nicht achtet und Allah mit Füßen tritt oder wie auch immer, das muss beseitigt werden. Und da das alles gläubige, strenggläubige Sunniten sind, haben die das dankbar aufgegriffen. Ziel war, dass die derart diese Regierung in Kabul unter Druck setzen, dass die Moskau um Hilfe bittet. Und am 25. Dezember, wie wir alle wissen, sind die Sowjets da einmarschiert. Aber das war, und in der Geschichte, und das sagt Zbigniew Brzezinski voller Stolz, uns ist es gelungen, diesen Zusammenhang zu verschleiern. Wir haben es geschafft, der Welt weiß zu machen, dass wir erst nachdem die Russen einmarschiert sind, diese sunnitischen Kämpfer, die Desperados da infiltriert haben, uns bekannt als Mujahideen. Aber nein, das war ein halbes Jahr vorher. Also das ist die Aktion und Reaktion, die wir da. Wurde auch großartig verschleiert. Und das ist, und das sehen wir auch mit dem Islamischen Staat, also Al-Qaida, Islamischer Al-Nusra-Front, wie man es gerade braucht. Es wird eingesetzt, wie man es gerade braucht. Und dann im letzten Jahr die erste große Aktion. Die sind also diese ist der Islamische Staat mit ihren Toyotas, ich weiß auch nicht, wo die vielen Toyotas herbekommen, hinten drin mal so ein Maschinengewehr aufgeschmeißt oder Maschinenkanone, die große schwarze Flagge mit diesen arabischen Schriftzeichen, sind die Toyota an Toyota durch die Wüste gefahren. Die Bilder lassen sich ja nicht verbergen, das hätte man satellitenmäßig aufklären können. Und ich bin ja überzeugt, dass in einer so fragilen Region alle amerikanischen Geheimdienste ihre Residenten haben, die das mitbekommen, was da läuft. Und ich halte die amerikanischen Geheimdienste durchaus für sehr gut. Das kann man mir nicht erzählen, dass alle 16 Geheimdienste geschlafen haben, dass man die Bilder, die Satellitenbilder nicht ausgewertet hat. Das gibt es überhaupt gar nicht. So, und jetzt fahren die durch die Wüste und da werden die, also zwei F-15, wenn die da vorbeigefahren wären, da hätten die alle einen Platten gehabt, hätten die gar nicht weiterfahren können. Man hat sie fahren lassen. So, und dann treiben die 60.000 Iraker in die Flucht und nehmen, nach Aussage von dem deutschen General Dr. Roth, der sich vor Ort dann an der Front umgesehen hat,
Und dann berichtete, dass 2500 Abrams und beziehungsweise Bradley Schützenpanzer in deren Hände gefallen sind. Und was für eine. Und dann kam sofort die Bundesregierung, ja, wir müssen die Leute an den Milan ausbilden, die müssen nach Hammelburg kommen und so weiter. Und ich sage, wie kann man nur in Spannungsgebiete Waffen schicken, vor allem wenn ich keine Aufklärungsergebnisse habe. Für mich als Soldat völlig unmöglich, absolut unmöglich. Hat man aber gemacht. Und und man weiß bis heute noch nicht, wer hier wo gegen die Bande spielt. Und was anderes ist das nicht, was wir da erleben. Ja, also ich sehe schon, wenn man sich mehrere Jahrzehnte geopolitisch sozusagen... Es ist faszinierend. Ja, da kommt man aus dem Reden nicht mal raus. Wir hatten jetzt auch ziemliche Zeitsprünge, aber egal, in welches Jahrzehnt man eigentlich die letzten 100 Jahre blickt, wir sehen immer wieder dieselben Muster einhergehen, damit auch immer Propagandalügen. Der IS wird uns auch als also wirklich als angstmachend zwar präsentiert, aber die Lösung wäre eigentlich da. Man hat es gesehen, Putin ist offensichtlich mit seiner Luftwaffe viel schlagkräftiger als die Amerikaner, die das ja schon offiziell schon lange versuchen. Es wäre auch einfach sozusagen den Nachschub einfach abzuschieben. Offensichtlich viele will man das nicht. Nein, man will es nicht. Ich will in dem Zusammenhang aber noch die Frage stellen, weil das jetzt gerade aktuell sehr wichtig ist, welche Rolle denn in dem derzeitigen Konflikt einmal die Türkei spielt und auf der anderen Seite auch Saudi-Arabien und Katar. Wie sind diese Mächte sozusagen noch in diesen Konflikt involviert? Was haben die für Motive und mit? Das ist eine hervorragende Frage. Da muss ich teilweise auch natürlich Vermutung anstellen, weil das, was der Erdogan macht, natürlich nicht so offensichtlich ist. Also es wird auch er spielt gegen die Bande. Er sucht seinen eigenen Weg, der natürlich letztendlich dahin tendiert, dass er ein türkisches Großreich favorisieren möchte. Und ihm geht es darum, seine Macht zu festigen, wie auch immer, und sich auch ein Stück Freiheit von den Amerikanern zu erkaufen. Er macht das geschickt. Wir haben ja neben den BRIC-Staaten, das ist also die Wirtschaftsvereinigung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, haben wir natürlich die Shanghai-Organisation. Die Shanghai-Organisation als Gegenstück auf die amerikanischen Interessen entlang der alten Seidenstraße haben die sich gefunden. Und das ist natürlich das ist Russland und das ist natürlich China und das ist natürlich, ich glaube, soweit ich weiß, Kasachstan. Die machen auch gemeinsame Manöver durchaus. Und die haben ein paar Aspiranten, die Anwärter sind in dieser Organisation, die von McCain natürlich als Nachfolgerorganisation des Warschauer Paktes gesehen wird. Nicht, als Frontorganisation gegen die Vereinigten Staaten und gegen die NATO. Da ist der Anwärter ist Iran, Indien und jetzt wird es hochinteressant. Mit großen Feierlichkeiten vor 2 Jahren die Türkei aufgenommen. Als NATO-Staat. So, also er spielt da eine ganz geschickte Karte. Gut, er könnte sich da mal auch vielleicht verspielen, aber auch der Kampf niederhalten. Der Islamische Staat hat ihm ja auch die Möglichkeit gegeben, dann zugleich wieder in fast Divisionsstärke in den Irak einzufallen, was die Türkei ja seit Jahrzehnten machen. Und die NATO hat immer gesagt, natürlich, ist notwendig, das ist kein Angriff auf einen Nachbarn, wenn der mit 10.000 Mann da einfällt und Panzern und Luftwaffe, sondern das dient der Verteidigung der Türkei. Also, obwohl das ja nach dem NATO-Statut komplett verboten ist. Nicht? Ein Angriffskrieg auf den Nachbarn, absolut verboten, macht aber die Türkei immer schon und wurde immer vom Westen gedeckt. Und mit dem Islamischen Staat ist er jetzt wieder in die Lage versetzt worden, gegen die PKK vorzugehen. Ja, aber wieso eigentlich? Also die PKK, die Peschmerga sind ja eigentlich die einzigen, die am Boden gegen IS kämpfen und IS bedroht ja auch die Türkei. Die PKK hätte ja gerne den Islamischen Staat bekämpft, aber die haben keine Waffen bekommen. Weil man einfach zu viel Angst hat, dass die dann mehr um ihre Selbstständigkeit kämpfen aber werden. Aber wer ist denn jetzt die größere Bedrohung für die Türkei, IS oder die Peschmerga? Ich denke, das wird auch wechselnd verwendet werden. Also die Vereinigten Staaten haben in ihrem neuen Direktive, also Militärdirektive, TRADOC, was ich erwähnt habe,
Nee, im älteren, im Vorgänger von 1994, da steht da schon, das ist dieses Trainings- und Doctrine Command für das 21. Jahrhundert. Und da steht ganz klar drin, also 94 im August, da steht drin, im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert haben wir den Feind gehabt, das war der Kommunismus. Im 21. Jahrhundert ist der Feind, sind der Feind religiöse Ideologien. Steht da schon drin. Der Feind Nationalismus und religiöse Ideologien. Und dann steht da drin, hatten wir früher im 20. Jahrhundert Verbündete dauerhaft, im 21. Jahrhundert nur Verbünde auf Zeit, so wie wir es gerade brauchen. Und so weiter. Und dann auch die UN, wie gesagt, die UN ist paralysiert, brauchen wir nicht mehr. Es steht alles drin. Und es wird so gemacht. Und die haben gesagt, dieses, da drin in der Dekade bis so 2000, von 2000 bis 2010, da geht es um die um Veränderungen, Veränderungen durch Umstürze. Und da steht genau drin, wie das gemacht wird. Und das ist bisher genau in dem Zeitraum auch gemacht worden. Gut, jetzt können wir streiten, nicht bis 2010, auch vielleicht bis 2014 oder 2015, aber grob vorgeplant war das. Und da haben wir die Stufen, steht so drin und wie es gemacht wird. Zunächst der Aufruhr als erste Maßnahme, Aufruhr. Dann kommt die Krise, dann kommt der Konflikt und dann kommt der Krieg. Und das können wir in der Ukraine haargenau verfolgen. Erst der Aufruhr, das war der Maidan. Und dann kommt die Krise, das war dann schon das im Donbass. Der Konflikt, das ist die Krim, das geht ja nicht auch noch nach. Und der große, obwohl das ja Krieg ist, müssen wir ja nicht beschönigen, für mich ist das Krieg. Aber der große Krieg ist bisher noch ausgeblieben, könnte noch entfacht werden. Also köchelt ja weiter, da wird ja gekämpft und wird gestorben, während wir hier sitzen. Also, und jetzt kommt dann, und jetzt fällt mir gerade ein, mit den Feindstaaten. August 94 kam dieses Tradoc-Pamphlet und ein paar Wochen später, oder waren es vielleicht zwei Monate, wenn überhaupt, wurde die Feindstaatenklausel außer Kraft gesetzt. Klar, weil man jetzt die Bundeswehr, also Deutschland einsetzen wollte in die kommenden Kriege. In Somalia waren wir nur da und haben Versorger spielen sollen für eine indische Brigade, die nicht gekommen ist. Die Bundeswehr durfte sich in Somalia nicht einmal selbst verteidigen. Nichts. Das haben die Italiener gemacht für die Deutschen. So. Weil das ja gar nicht ging wegen der Feindstaatenklausel. Denke ich mal so. Und dann wurde die, also ein paar Wochen nach Tradoc, wurden die aufgelöst und zwar nicht gestrichen, nein. Es wurde nur Folgendes gemacht durch eine Resolution, ich glaube 49, der EU-Vollversammlung, wurden sie für obsolet erklärt. So, das ist der Artikel, soweit ich weiß, 49 und 107 oder 53 und 107. Was heißt obsolet? Also die Artikel sind noch genauso drin wie vorher auch. Es gibt nur einen Zusatz, da steht da drin, diese Artikel sind obsolet. Ja, was heißt obsolet? Sie heißt, sie sind außer Gebrauch. Im Moment. Aber wenn ich etwas außer Gebrauch mache und das steht noch drin, so in der Atlantikcharta, dann mache ich sofort wieder so einen Zusatz und das geht innerhalb kürzester Zeit und dann ist das wieder aktiviert. Also für mich ist das jetzt nur außer Kraft gesetzt im Moment. Für mich haben die weiterhin Bestand. Also ich kann das nichts anderes erkennen. Gut, also wir können zusammenfassend sagen, wir werden eigentlich global seit über 100 Jahren verarscht. Merken es nicht, weil eben die Propaganda so groß ist. Und ich sage jetzt aber, wir haben seit 15 Jahren mit dem Internet eigentlich die Möglichkeit, das eben doch zu wissen. Es gibt Sendungen wie diese hier, wo wir solches Wissen auch nach außen tragen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt genügend Leute wissen, könnte ich mir auch vorstellen, ist irgendwann mal eine gewisse Grenze erreicht. Aber man fragt sich trotzdem, was können wir denn tun? Es scheint wie ein übermächtiges System, gegen das wir zwar Sturm laufen können, aber das juckt die relativ also, wenig, sage genau. ich mal. Also, das hast du wunderbar erkannt. Ich frage mich ja selber auch, was kann man machen? Aber ich denke, das System ist doch wirklich so mächtig, das würde uns nicht so sehr viel helfen, denke ich mal. Wir können zwar demonstrieren, aber wichtiger ist, dass wir an die Menschen rankommen, dass wir sie aufklären. Und da fällt mir nur ein, ich weiß nicht, ob ich das Zitat einigermaßen hinbringe,
von Rudolf Steiner. 1917 ist er auch diese gleiche Frage gestellt. Und 1917 war die Zeit, die Perspektive ja auch nicht so großartig. Ich denke, nicht viel besser als heute auch. Und da hat er gesagt, also machen können wir sehr viel, indem wir die Sachen untersuchen, dahinter schauen, zu verstehen. Und wenn wir anfangen, das zu verstehen und andere auch dazu bewegen, nachzudenken ohne Geländer, würde jetzt Hannah Arendt sagen, denken, dass sich dann auch irgendwas bewegt. Es bewegt sich. Und dann entstehen auch Kräfte, da entsteht Energie, die fließt. Und das bringt das Ganze dann zum Einsturz. Also als ehemaliger Soldat, wenn ich denke, 12 Jahre aktiv und 13 Jahre als Wehrübender, habe ich natürlich meine Probleme, so zu denken. Aber ich denke, das ist der einzige Weg, den wir beschreiten können. Leute aufklären, nachdenklich machen, aufklären. Und da macht ihr eine ganz wichtige Arbeit, denke ich mal, eine ganz wichtige. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir das andere Amerika besser, ein besseres Forum geben können. Weil das sind großartige Leute, die ihre ganze Energie dafür verwenden, vor diesem kommenden Krieg zu warnen oder ihn zu verhindern. Also da sind viele Kräfte am Werken. Und die müssen wir unterstützen, denke ich. Und das ist meine Hoffnung, die ich habe, ja. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses wirklich sehr detaillierte und faktenreiche. Es geht mit mir einfach durch, kann ja auch. Ja, macht ja nichts. Da hat man einen Grund, das nochmal anzugucken. Ja. Nee. Also vielen Dank für das Gespräch und liebe Zuschauer, Ihnen wie immer natürlich auch ein großes Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mhm.